17. Kapitel. Und es begab sich, wir setzten unseren Weg in der Wildnis wieder fort. Und wir zogen von der Zeit an nahezu ostwärts. In der Wildnis wanderten wir und überstanden viel Bedrängnis. Und unsere Frauen gebaren Kinder in der Wildnis. Und der Herr schüttete so großen Segen über uns aus, dass unsere Frauen ihre Kinder reichlich säugen konnten und stark waren wie die Männer, obgleich wir in der Wildnis von rohem Fleisch lebten. Und sie fingen an, die Wanderung ohne Murren zu ertragen. Und so sehen wir, dass die Gebote Gottes erfüllt werden müssen. Und wenn die Menschenkinder die Gebote Gottes halten, wird er sie nähren und stärken und Mittel und Wege vorsehen, wie sie das vollbringen können, was er ihnen geboten hat. So hatte er auch für uns Mittel und Wege vorgesehen, solange wir in der Wildnis weilten. Und wir weilten viele Jahre lang in der Wildnis, ja, nämlich 8 Jahre. Und wir kamen in ein Land, das wir wegen seiner vielen Früchte und des wilden Honigs Überfluss nannten. Und dies alles war vom Herrn bereitet worden, damit wir nicht zugrunde gingen. Und wir erblickten das Meer und nannten es Iriantum, was übersetzt viele Wasser heißt. Und es begab sich, wir bauten unsere Zelte am Ufer des Meeres auf. Und wenn wir auch viele Bedrängnisse und viel Schweres erlitten hatten, ja, so viel, dass wir es nicht alles niederschreiben können, so waren wir nun überaus froh, als wir an das Meer kamen. Und wegen seiner vielen Früchte nannten wir den Ort Überfluss. Und es begab sich, nachdem ich, Nephi, viele Tage lang im Land Überfluss gewesen war, erging die Stimme des Herrn an mich, nämlich, erhebe dich und steige auf den Berg. Und es begab sich, ich erhob mich und stieg auf den Berg und rief den Herrn an. Und es begab sich, der Herr sprach zu mir, nämlich, du sollst ein Schiff bauen, auf die Weise, die ich dir zeigen werde, damit ich dein Volk über diese Wasser führen kann. Und ich sagte, Herr, wohin soll ich gehen, dass ich Erz finde zum Schmelzen, damit ich Werkzeug machen kann, um das Schiff zu bauen auf die Weise, die du mir zeigst? Und es begab sich, der Herr sagte mir, wo ich hingehen müsse, um Erz zu finden, damit ich Werkzeug machen könne. Und es begab sich, ich, Nephi, machte aus Tierhaut einen Blasebalg, um damit das Feuer anzublasen. Und nachdem ich den Blasebalg gemacht hatte, um damit das Feuer anzublasen, schlug ich 2 Steine gegeneinander, um Feuer zu machen. Denn der Herr hatte bisher nicht zugelassen, dass wir viel Feuer machten, während wir in der Wildnis wanderten. Denn er sprach, ich will dir die Speise süß machen, dass du sie nicht zu kochen brauchst. Und ich will in der Wildnis euer Licht sein. Und ich will den Weg vor euch bereiten, wenn ihr meine Gebote haltet. Und darum, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr zum verheißenen Land geführt werden. Und ihr werdet wissen, dass ihr von mir geführt werdet. Ja, und der Herr sprach auch dieses, wenn ihr in das verheißene Land gekommen seid, werdet ihr wissen, ich, der Herr, bin Gott. Und ich, der Herr, habe euch vor der Vernichtung bewahrt. Ja, ich habe euch aus dem Land Jerusalem geführt. Darum bemühte ich, Nephi, mich, die Gebote des Herrn zu halten. Und ich ermahnte meine Brüder zu Glaubenstreue und Eifer. Und es begab sich, ich machte Werkzeug aus dem Erz, das ich aus dem Gestein schmolz. Und als meine Brüder sahen, dass ich ein Schiff bauen wollte, fingen sie gegen mich zu murren an, nämlich, unser Bruder ist ein Narr, wenn er meint, er könne ein Schiff bauen. Ja, und er meint auch, er könne über diese großen Wasser fahren. So beklagten sich meine Brüder über mich und wollten nicht arbeiten, denn sie glaubten nicht, dass ich ein Schiff bauen könne. Sie wollten auch nicht glauben, dass ich vom Herrn unterwiesen wurde. Und es begab sich, ich, Nephi, war überaus betrübt wegen ihrer Herzenshärte. Und als sie sahen, dass ich anfing, betrübt zu sein, waren sie im Herzen froh, so sehr, dass sie sich über mich freuten. Nämlich, wir haben gewusst, dass du kein Schiff bauen kannst, denn wir haben gewusst, dass es dir an Verständnis fehlt. Und darum kannst du ein so großes Werk nicht vollbringen. Und du bist wie unser Vater, verleitet von den törichten Einbildungen seines Herzens. Ja, er hat uns aus dem Land Jerusalem geführt, und wir wandern schon all die vielen Jahre lang in der Wildnis. Und unsere Frauen haben viel Schweres durchgemacht, als sie schwanger waren.
Sie haben in der Wildnis Kinder geboren und alles erlitten, außer den Tod. Und es wäre besser für sie gewesen, vor dem Auszug aus Jerusalem zu sterben, als diese Bedrängnisse zu erleiden. Siehe, diese vielen Jahre lang haben wir in der Wildnis gelitten, und unterdessen hätten wir uns unserer Besitzungen und des Landes unseres Erbteils erfreuen können. Ja, und wir hätten glücklich sein können. Und wir wissen, dass das Volk im Land Jerusalem ein rechtschaffenes Volk gewesen ist, denn sie haben die Satzungen und Richtersprüche des Herrn und alle seine Gebote befolgt, gemäß dem Gesetz des Mose. Darum wissen wir, dass sie ein rechtschaffenes Volk sind. Doch unser Vater hat sie verurteilt und uns weggeführt, weil wir auf sein Wort gehört haben. Ja, und unser Bruder ist wie er. Und mit solchen Reden murrten meine Brüder gegen uns und klagten uns an. Und es begab sich, ich, Nephi, sprach zu ihnen, nämlich, glaubt ihr denn, unsere Väter, die Kinder Israel, wären aus der Gewalt der Ägypter weggeführt worden, wenn sie nicht auf die Worte des Herrn gehört hätten? Ja, meint ihr denn, sie wären aus der Knechtschaft geführt worden, wenn nicht der Herr dem Mose geboten hätte, er solle sie aus der Knechtschaft führen? Ihr wisst doch, dass die Kinder Israel in Knechtschaft waren. Und ihr wisst, dass ihnen Lasten auferlegt wurden, die schmerzlich zu ertragen waren. Darum wisst ihr, dass es für sie notwendigerweise gut gewesen sein muss, aus der Knechtschaft geführt zu werden. Ihr wisst auch, dass Mose vom Herrn angewiesen worden war, dieses große Werk zu tun. Und ihr wisst, dass sich das Wasser des Roten Meeres auf sein Wort hin nach beiden Seiten geteilt hat und dass sie auf trockenem Boden hindurchgegangen sind. Aber ihr wisst, dass die Ägypter, nämlich die Heere des Pharao, im Roten Meer ertrunken sind. Und ihr wisst auch, dass sie in der Wildnis mit Manna gespeist worden sind. Ja, und ihr wisst auch, dass Mose durch sein Wort, gemäß der Macht Gottes, die in ihm war, an den Felsen schlug und Wasser floss hervor, so dass die Kinder Israel ihren Durst löschen konnten. Und obwohl sie geführt wurden, denn der Herr, ihr Gott, ihr Erlöser, ging vor ihnen her und führte sie des Tags und gab ihnen Licht des Nachts und tat für sie alles, was ratsam ist, dass die Menschen es empfangen, verhärteten sie ihr Herz und verblendeten ihren Sinn, so dass sie Mose und den wahren, lebendigen Gott schmähten. Und es begab sich, gemäß seinem Wort zerschlug er sie, und gemäß seinem Wort führte er sie, und gemäß seinem Wort tat er alles für sie, und es geschah nichts außer durch sein Wort. Und nachdem sie über den Fluss Jordan gekommen waren, machte er sie mächtig, so dass sie die Kinder des Landes verjagen, ja, bis zur Vernichtung zerstreuen konnten. Und nun meint ihr denn, die Kinder dieses Landes, die sich im Land der Verheißung befunden haben und die von euren Vätern verjagt worden sind, seien rechtschaffen gewesen? Siehe, ich sage euch, nein. Meint ihr denn, unsere Väter seien in höherem Maße erwählt gewesen als diese, wenn diese rechtschaffen gewesen wären? Siehe, ich sage euch, nein. Siehe, der Herr achtet alles Fleisch gleich. Und wer rechtschaffen ist, findet Gunst vor Gott. Aber siehe, das Volk dort hatte jedes Wort Gottes verworfen, und sie waren reif geworden in Schlechtigkeit. Und der volle Grimm Gottes war auf ihnen. Und der Herr verfluchte ihnen das Land und segnete es unseren Vätern. Ja, er verfluchte es ihnen zu ihrer Vernichtung, und er segnete es unseren Vätern, so dass sie Gewalt darüber erlangten. Siehe, der Herr hat die Erde erschaffen, damit sie bewohnt werde, und er hat seine Kinder erschaffen, damit sie sie besitzen sollen. Und er erweckt eine rechtschaffene Nation und vernichtet die Nationen der Schlechten. Und die Rechtschaffenen führt er weg in kostbare Länder, und die Schlechten vernichtet er und verflucht ihnen das Land ihretwegen. Er herrscht hoch in den Himmeln, denn das ist sein Thron, und diese Erde ist sein Fußschemel. Und er liebt diejenigen, die ihn zum Gott haben wollen. Siehe, er hat unsere Väter geliebt und mit ihnen einen Bund gemacht. Ja, nämlich mit Abraham, Isaak und Jakob. Und er gedachte der Bündnisse, die er gemacht hatte, darum führte er sie aus dem Land Ägypten. Und in der Wildnis züchtigte er sie mit seiner Rute, denn sie hatten ihr Herz verhärtet, wie ihr es auch tut. Und der Herr züchtigte sie wegen ihres Übeltuns,
Er sandte feurige, fliegende Schlangen unter sie. Und nachdem sie gebissen worden waren, bereitete er ein Mittel, dass sie geheilt werden konnten. Und sie brauchten nichts zu tun, als zu schauen. Aber weil das Mittel so einfach war, ja, weil es so leicht war, gab es viele, die zugrunde gingen. Und sie verhärteten ihr Herz von Zeit zu Zeit, und sie schmähten Mose und auch Gott. Doch ihr wisst, dass sie durch seine unvergleichliche Macht in das Land der Verheißung geführt worden sind. Und nun, nach dem allem, ist die Zeit gekommen, da sie schlecht geworden sind. Ja, fast bis zur Reife. Und soviel ich weiß, werden sie eben jetzt, dieses Tages, vernichtet. Denn ich weiß, der Tag muss gewiss kommen, da sie vernichtet werden müssen. Außer einige wenige, die in Gefangenschaft geführt werden sollen. Darum hat der Herr meinem Vater geboten, er solle in die Wildnis ziehen. Und die Juden haben ihm noch dazu nach dem Leben getrachtet. Und auch ihr wolltet ihm das Leben nehmen. Darum seid ihr in eurem Herzen Mörder. Und ihr seid jenen gleich. Ihr seid schnell, Übles zu tun, aber langsam, euch des Herrn, eures Gottes, zu erinnern. Ihr habt einen Engel gesehen, und er hat zu euch gesprochen. Ja, ihr habt seine Stimme von Zeit zu Zeit gehört. Und er hat mit einer leisen, sanften Stimme zu euch gesprochen. Aber ihr hattet kein Gefühl mehr dafür, und so konntet ihr seine Worte nicht fühlen. Darum hat er wie mit einer Donnerstimme zu euch gesprochen, so dass davon die Erde bebte, als würde sie zerbersten. Und ihr wisst auch, dass er durch die Kraft seines allmächtigen Wortes die Erde vergehen lassen kann. Ja, und ihr wisst, dass er durch sein Wort zerklüftete Orte ebnen und ebene Orte aufbrechen kann. Oh, wie kommt es, dass ihr im Herzen so verstockt sein könnt? Siehe, meine Seele ist euretwegen von Schmerz zerrissen, und das Herz tut mir weh. Ich fürchte, ihr werdet immer da verstoßen sein. Siehe, ich bin so sehr vom Geist Gottes erfüllt, dass mein Körper keine Kraft hat. Und es begab sich, als ich diese Worte geredet hatte, waren sie zornig auf mich und wollten mich in die Tiefe des Meeres werfen. Und als sie kamen und Hand an mich legen wollten, sprach ich zu ihnen nämlich, im Namen des allmächtigen Gottes gebiete ich euch, mich nicht anzurühren, denn ich bin von der Macht Gottes so sehr erfüllt, dass es mir das Fleisch verzehrt. Und wer Hand an mich legt, wird vergehen wie dürres Unkraut. Und er wird ein Nichts sein vor der Macht Gottes, denn Gott wird ihn schlagen. Und es begab sich, ich, Nephi, sagte ihnen, sie sollte nicht mehr gegen ihren Vater murren. Auch sollten sie mir ihre Arbeitskraft nicht vorenthalten, denn Gott habe mir geboten, ich solle ein Schiff bauen. Und ich sprach zu ihnen, und wenn Gott mir geboten hätte, was auch immer zu tun, so könnte ich es. Wenn er mir geböte, ich solle zu diesem Wasser sprechen, sei Erde, so würde es zu Erde werden. Und wenn ich es spräche, so würde es geschehen. Wenn nun der Herr so große Macht hat und unter den Menschenkindern so viele Wundertaten vollbracht hat, sollte er mich dann nicht anweisen können, ein Schiff zu bauen? Und es begab sich, ich, Nephi, sprach vieles zu meinen Brüdern, so dass sie beschämt waren und gegen mich nicht streiten konnten. Auch wagten sie nicht, Hand an mich zu legen oder mich auch nur mit dem Finger zu berühren. Ja, viele Tage lang. Sie wagten dies nicht, damit sie nicht vor mir vergingen. So mächtig war der Geist Gottes. Und so hatte er auf sie eingewirkt. Und es begab sich, der Herr sprach zu mir, strecke wiederum deine Hand aus gegen deine Brüder, und sie sollen zwar nicht vergehen vor dir, aber ich will sie mit Entsetzen erfüllen, sagt der Herr, und ich will dies tun, damit sie wissen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Und es begab sich, ich streckte meine Hand aus gegen meine Brüder, und sie vergingen nicht vor mir. Aber der Herr ließ sie erbeben, ja, gemäß dem Wort, das er gesprochen hatte. Und da sprachen sie, wir wissen mit Gewissheit, dass der Herr mit dir ist, denn wir wissen, dass es die Macht des Herrn gewesen ist, die uns hat erbeben lassen. Und sie fielen vor mir nieder und wollten mich anbeten. Aber ich ließ es ihnen nicht zu und sprach, ich bin euer Bruder, ja, euer jüngerer Bruder. Darum bete den Herrn an, deinen Gott, und ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.